So. Es ist nach 18 Uhr. Das Event ist offiziell zu Ende. Eigentlich schmeißt keine Module mehr. Aber es sind immer noch viele Leute hier. Module laufen immer noch. Und wenn die Leute keine schmeißen, dann schmeißen wir welche. Kugai hat hier schon das Modul-Handy draußen mit dem ganzen Code. Und ich starte jetzt. Mein zweiter kommt ein bisschen für euch. Road to Level 40. Na, ich weiß nicht, ob ich so viel zocken werde. Aber das Team wurde entschieden. Ich muss erst Level 5 erreichen und dann seht ihr, welches Team ich wähle. Hier. Rot. Level 4. Mein Gott, kein GPS-Signal. Oh. Wenn sie es wollen, nicht gefallen. Mein Gott, Level 5 erreicht. Aber jetzt komme ich nicht an die Arena. Oder? Aha. Oh. Ich bin mit eigentlich wieder ausgegangen. Also ich habe mich jetzt ganz am Schluss gekriegt, aber auch noch mit eingetragen. Als ich dann gesehen habe, dass es oben im und? Was drin ist. Sehr gut geschrieben. Da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock bei dem Wetter und ich bin rauche und von dem her sowieso nicht. Ja, sauer, klar. Es ist soweit, Leute. Der Gewitter auch, dann ist oben alles. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Das ist dann halt gesagt, rot. Aber. Klasse. Es tut mir leid, Alter. Ja, oh, rot. Was tut mir leid? Ihr habt es entschieden. Obwohl ich gehört habe, die Roten haben die Wahl ein wenig manipuliert. Nein. Aber keiner hat gesagt, dass es das hier gegen die Regeln ist. Doch, doch, ich habe sicher gequält. Das habt ihr gemacht, aber. Komm schon, man freut sich auch auf die Arena tun gemeinsam. Mein Gott, zu spät. Oh mein Gott, er ist im Rot. Jawohl. Jawohl. Ein Mitglied mehr im Rudel. Was soll das? Jawohl. Und gleich den ersten. Raids sind für dein Level leider noch nicht verfügbar. Versuche es später nochmal. Alles klar, versuchen wir später nochmal. Schauen wir mal, ob ich heute Level 20 noch werde. Oder ab Level 20 sind die, oder? Level 20, ja. Ist ja. Schon machbar, oder? So, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe mich für mein Team entschieden. Rot, Team Wähler. Ich blende hier eh die Wahl nochmal ein mit den ganzen Prozenten. Könnt ihr sehen, wie knapp es war. Oder wie nicht knapp. Und tut mir leid an die Blauen. Es war ernst lange richtig knapp. Die ersten paar Stunden, den ersten Tag, war es echt 50-50. Was mich bereits schon gewundert hatte, weil ich dachte, Blau mit der Masse und mit den ganzen vielen Spielern würde da sicher dominieren. Dann bin ich pennen gegangen und auf einmal am nächsten Tag haben die Roten dominiert, 60-40. Aber wie bereits erwähnt, ich habe da sichere Quellen, dass die Roten da ein bisschen was manipuliert haben, aber war nicht verboten. Ich habe nicht gesagt, dass mehrfach abstimmen oder so verboten ist, also da haben die Roten das gut ausgenutzt. Das war am Freitag und da war das Raid Level noch auf 20, das wurde seitdem auf Level 5 runter. Was richtig krass ist. Das heißt, ich kann mit dem auch Raids machen, beziehungsweise habe sogar schon welche gemacht, aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Und das Krasse ist, obwohl der nicht Level 20 ist, sind die Pokémon, die er fängt, also die aus den Raids, Level 20. Also kleiner Spoiler, ich habe einen Galaxo Raid gemacht, seht ihr wahrscheinlich demnächst noch. Und der hat einen Level 20 Galaxo gefangen. Das ist echt verrückt. Echt keine Ahnung, was Niantic sich dabei gedacht hat. Ich habe gehört, das ist ein Bug und den werden die noch beheben, also. Deswegen versuche ich mit dem zweiten Account da noch ein paar Level 4 Raids zu machen und ein paar Lapras, Galaxo, Despotas zu schnappen auf Level 20, obwohl der bei weitem noch nicht Level 20 ist. Schauen wir mal, wie lange Niantic da braucht, um das zu fixen. Ich hoffe, ein bisschen länger. Und ansonsten werde ich den jetzt noch ein bisschen leveln. Das seht ihr jetzt gleich noch. Schalten wir wieder rüber. Und danach schauen wir uns ein paar Sachen an vom neuen Account. Besprechen ein paar Sachen, wie wir den führen werden, was wir machen werden, was wir nicht mit dem machen werden. Aber jetzt erstmal zurück zum Level. So, ganz vergessen, ich kann einen Kumpel auswählen. Topsi, natürlich. Schnell DPs machen. Mein erster Arena-Kampf für Level 7. Die Jungs carryen mich schon, ich mach gar nichts. Mein stärkstes Pokémon, 219 Gramm Mox. Ein Treffer und ich bin weg. Ich kann's ausweichen. Oh mein Gott, erstes Pokémon halt Ärger. Ich geh rein und bin wieder fertig. Oh mein Gott, okay, ready? Nein. Hey, da ist gar nichts ready, Mann. Nein, go, go, go. Oh mein Gott, halt Ärger. Hong halt durch. Na, Mux. Wie schaffst du schon?
Der ist sehr effektiv gegen mich. Aber nicht sehr effektiv, meine ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, down! Oh mein Gott! One hit! Ja, halt her, down. Ja. Und weg. Ist schon raus. Verlassen. Ciao. Ja, sehr gut, du machst dich weg. Das war's. Schau mal an. Das ist ja doch nicht so groß wie die Schlossanlage. Ja, ja, das ist richtig. Oh, kommt ja nicht hin, weil die ist. Ja, was jetzt? Gehen wir da hin oder nicht? Wohin? Nach Holderness? Oder worüber redet ihr gerade? Ja, mach Holderness, ne? Ja, Daniel, hin, oder? Sonntag. Also, hast du gesagt, geht nicht. Ja, wir können einbrechen. Ja? Wir können einbrechen. Wir sind dabei. Sonntag ist bestimmt da nichts los. Gibt auch noch einen kleinen Ding. Nee, nee, nee. Ich wäre schon dabei, Jungs. Ernsthaft? Ja. Großen Nachbar. Ich bin dabei, der Arbeit. Man hat einen guten Hungerstorm gehabt, nicht mehr am Wald. So, hab den Account bis Level 10 hochgelevelt, Level 9, dort bei den Arkaden und dann zu Hause Level 10 geschafft. Hat echt nicht lange gedauert, 40.000 Punkte ungefähr. Aber das schauen wir uns das nächste Mal alles noch genauer an. Ab dem nächsten Mal wahrscheinlich einmal pro Woche ein Video, wo wir uns den zweiten Account genau anschauen. Wie viele Pokémon hat er gefangen, welche Pokémon, die Medaillen, wie viel Staub er hat und wie viel EP er noch so braucht und so. Ansonsten jetzt noch. Paar Grundsätze, paar Regeln, was ich mit dem Account machen werde, was nicht. Ich werde überraschenderweise keine Maps benutzen für den Account. Ich werde alles ohne Map erspielen. Manche glauben es mir nicht, aber wird so sein. Selbst wenn er ein Inkognito 100% ist, für den zweiten Account ist es vollkommen irrelevant. Dementsprechend für den zweiten Account werde ich auch keine IVs checken, weil da, ich will mir da echt die Mühe und den Stress nicht machen. Also ein Account, bei dem man sich da vollkommen drauf fixiert mit den ganzen IVs und so, das reicht mir. Wenn man den zweiten Account jetzt auch noch genauso süchtig spielt wie den ersten, dann ciao Leben, dann ist echt vorbei. Den mache ich echt nur so nebenbei. Und es kann echt nur so funktionieren, wenn ich den Account echt nicht so ernst nehme wie den ersten. Dementsprechend keine Maps, keine IVs. Und ich werde nicht pushen. Das mache ich einfach nur, weil ich Bock habe und sehen will, wie viel Staub man sammeln kann. Weil ich hab wenig gepusht, aber ich habe gepusht. Ich habe auch ab und zu schlechte Sachen gepusht und will echt sehen, wie viel Staub man haben kann, wenn man absolut gar nichts pusht. Und pushen momentan eh überhaupt nicht wichtig. Ich habe es hier wahrscheinlich schon eingeblendet, aber der Account sitzt auch bereits in Paragen, hat bereits 50 Münzen gemacht. Heute muss ich ihn wahrscheinlich nochmal kicken, damit er die 50 Münzen bekommt. Falls die Leute hier nicht so aktiv sind, wird das ein bisschen schlecht. Könnte sein, dass keiner rausgeht. Dann kriegt er schon bereits den zweiten Tag Münzen. Arenen, Raids laufen auch bei ihm, also echt interessant zu sehen, wie sich das verändert hat, wie einfach oder schwer, wir werden es sehen. Es ist jetzt anzufangen, wie gesagt, Raids ab Level 5, er hat auch schon bereits 2 Raids gemacht, werdet ihr auch alles in der nächsten Folge sehen. Aber das war's eigentlich auch schon mit dieser Folge, den Account kurz angefangen, ein bisschen gelevelt, das war's, Team ausgewählt. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt, wie schnell wir da hochleveln können, ob wir da ein paar Ziele finden, was wir mit dem Account so machen. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr Ideen habt, was ich mit dem Account alles machen soll. Und was ihr sehen wollt, was ich mit dem Account alles so anstelle. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Tut mir leid an alle Blauen, dass ich nicht Team Mystic geworden bin. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.